Ja, moin moin, willkommen hier aus dem hohen Norden. Das nächste Video oder beziehungsweise das Video, was du dir jetzt gerade anschaust, ist klitzeklein, würde ich mal sagen, für meine Verhältnisse. Es geht um eine hypergeometrische Verteilung, um eine Aufgabe zu dieser Verteilung. Eine hypergeometrische Verteilung ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die auch mal ganz gerne drankommt im Oberstufenstoff Stochastik, neben zum Beispiel der Binomialverteilung und der Normalverteilung. Es gibt noch andere, aber diese drei, hypergeometrische, Binomial und Normalverteilung, sind so die populärsten in der Oberstufe. Eine kleine Aufgabe dazu, es gibt keinen Schnelldurchlauf, denn die Aufgabe ist so schnell gelöst, ja, das ist wahrscheinlich... ist die Aufgabe kürzer als das, was ich jetzt hier sammel. Da brauchst du keinen Schnelldurchlauf. Schau dir das Video an und lerne was. Super. Bis dann. Tschüss. Eine kleine Tüte Gummibärchen hält 30 rote, 40 gelbe, 50 grüne Bärchen. Die weißen habe ich schon alle. Ach so. Aha. Ohne zu fragen, Komma, nimmt sich meine Tochter genau 5 Stück. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie 2 ihrer roten Lieblingsbärchen, 2 gelbe und 1 grünes Gummibärchen in der Hand hält? So. Na, dann haben wir 3 Töpfe, einmal mit 30, 40 und 50. Und dann soll sie ja jeweils 2 rote, also machen wir 30 über 2. Ah, okay. Ja, also praktisch 30 rote und davon 2, 30 über 2, richtig? Mal. 2, also 40 über 2. Genau, 40 gelbe und davon 2. Richtig. Und dann eben 50 über 1. Richtig, 50 grüne, 1 grünes, 50 über 1. Und jetzt eine Wahrscheinlichkeit, das heißt durch? Durch 5. Ja, wo kommt die 5 hin? Nach oben. Nee, nach unten. Richtig. Achso, und dann kommt die Gesamtzahl der Gummibärchen mal nach oben, oder? Richtig. Also 120. Perfekt. 0,08. Ja, 0,08, naja, ich würde mal sagen, danach kommt ja eine 9, also 0,089, die nehmen wir noch mit. Ne? Und das würde ungefähr 8,9% entsprechen. So, und dann schaffen wir doch in einer Minute schaffen wir noch eine Aufgabe. Klar.